Hallo, herzlich willkommen hier wieder in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Ich selbst bin der Erhard Mott, mein Freund Günther. Ich habe ihn gerade daneben erwischt, als er sei Ries und Müller-Nevo hier abgeholt hat. Und es war nämlich zur Inspektion da. Ich habe gesehen, du hast 10.000 Kilometer gefahren jetzt in 5 Jahren etwa. Naja. Und wie man sieht, es ist auch ein älteres Modell. Ne, da ist ein Akku daneben oben drauf, heute sind sie ja integriert. Hat aber damals schon eine Enviolo-Schaltung gehabt mit Zahnriemen, ja. Magura-Bremsen, da haben wir heute auch Bremsbeläge reingemacht, habe ich gesehen. Kurzum, das nehme ich jetzt zum Anlass, um eigentlich den Günther und sein Projekt vorzustellen. Mit Ticke ähnlich, wir machen schon seit über 20 Jahren machen wir Radtouren und E-Bike-Touren miteinander. Und wo setzt du das E-Bike ein? Ja, im täglichen Verkehr, also kann man mal sagen, Verkehr nicht falsch verstehen. Also ich habe einen Garten, da hole ich täglich meinen Feldsalat, das Gemüse, da fahre ich nicht mit dem Auto, da fahre ich mit dem Fahrrad. Das sind so 3 Kilometer, hin und zurück 6 Kilometer. Und das Fahrrad ist ideal, wenn ich das mit dem Auto mache. Diese Kurzstrecken, die schaden dem Auto, habe ich festgestellt. Vor kurzem war der Partikelfilter voll und da kam eine Störungsmeldung. Und jetzt lasse ich das Auto immer stehen, möglichst nur mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ja, also man sieht, wir leben eigentlich so, heute sagt man so ein Nachhaltigkeitskonzept, so einfach wie möglich. Ne? Richtig. Und damit tut man Ressourcen schonen, ne? Man tut was für das Klima, für die Umwelt. Gerade in den Kurzstrecken braucht das Auto auch unheimlich viel Sprit und ist noch nicht so in einem optimalen Zustand. Also das ist sehr nachhaltig, wenn man da mit dem Fahrrad fährt. So, also, und ein gutes E-Bike hält auch lang. Also wie man schon gesagt, 10.000 Kilometer, es ist es gerade gut eingefahren. Und Günther, du bist jetzt, wie alt bist du jetzt eigentlich? Ich werde 71. Naja, es fährst du es noch 10 Jahre und dann sind wir weiter. Ja, natürlich. Das ist unverwüstlich, das Fahrrad. Jetzt noch mal kurz, der Günther, der leitet ja eine ländliche Heimvolkshochschule in Oberlauda. Und dort gibt er auch Kurse für einfaches und gesundes Leben. Günther? Ja, Backkurse zum Beispiel, Backen von Pizza und Brot mit Sauerteig. Dann Fermentation, dann natürlich viele Themen. Wer sich dafür interessiert, kann mal auf die Homepage schauen. lhvhs-lauda.de. Genau, ich werde noch einen Link reinsetzen dann bei uns unter in der Beschreibung von dem Film. Und da machen wir ehrenamtlich diese Kurse, sind sehr gut besucht. Die Leute kommen aus ganz Deutschland. Ähnlich wie bei mir. Also wir machen was also Ähnliches. Wir sind ja beide Unternehmer und der Günther jetzt in seinem, sagen wir mal, in seiner Nach. Ja, als Privatier. Du bist ja jetzt Privatier. muss man natürlich auch ein bisschen was tun, sonst berastet, errostet. Ja. Du hast noch einen Weinberg. Einen Weinberg habe ich auch, wunderschöne Lage. Wer mal hier herkommt, kann gerne da hochkommen, eine Probefahrt hochmachen. Genau, also ich bin auch schon mit Kunden hochgefahren, wenn ich gerade da war und habe Lust gehabt und denen das gezeigt. Also das Rädle fährt auch hoch, ne? Ja, ja, klar. Das mit dem fahre ich auch immer in Weinberg, das muss man dazu sagen. So, also das ist praktisch im Grunde genommen ein Lastenesel. Ja. Transport von alle Mögliche. Wir machen unsere Touren miteinander. Ja. Mit dem zweiten Akku, den du mitmachst, fahren wir gut und gerne als unsere 80 bis 100 Kilometer Tagesstrecke. Ja, ja. Also im Grunde genommen, man sieht, wenn man einmal was Gescheites gekauft hat bei uns und dann. Ja, ja, also das muss ich wirklich sagen, wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Das wollt ihr hören. Ja. Also, wenn Sie auch so ähnlich ticken wie mir, dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und kommen vorbei. Sie werden bestimmt überrascht sein, was wir hier alles können, machen, tun. Ja. Also dann, bis bald, Ihr Erhard Mott und das gesamte Team. Und die Kundschaft freut sich, ja, wenn man sich trifft. Genau. Und wir sehen uns dann vielleicht im Weinberg. Eine wunderschöne Lage. Und wenn der Erhard dann noch einen Wein ausschenken will, kann er das machen. Ja, du hast doch den Wein. Den eigenen Wein, ja, aber du hast ja die Kunden. Ja, aber du hast doch Wein, ich habe doch keinen Wein dabei. Ja, den bringe ich dann mit. Sehr gut. Also, bis bald. Tschüss.